Nee, mit Überschwung oder sowas geht hier gar nichts. Okay. Jetzt macht es Sinn. Ich habe nicht gesehen, dass die Dose da an irgendwas dranhängt. So. Muss ich da vielleicht hoch? Nein. Okay. Habe ich überlegt, ne, um immer noch zur Brosche zu kommen, aber... Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hätte das anders machen sollen. Sag das doch mal eher. Wo ist denn hier? Aha. Habe ich doch gewusst. Nur deswegen bin ich natürlich hier hingegangen. Ich muss da wahrscheinlich mit sehr viel Schwung das eine Fenster da rein. Oh Gott! So in etwa. Okay. Eine Kfz-Werkstatt. Damit kenne ich mich nicht aus. Was? Aha. Irgendwas ist da oben, wo ich hin muss. Darauf wäre ich nie gekommen. Was? Aha. Okay, ich kann das Magnetdingens hier verschieben, wie ich lustig bin. Aber was genau bringt mir das? Im Moment nicht wirklich viel. Ach, jetzt ist da Strom drauf. Was soll ich damit? Warum leuchtet da etwas? Ist das wieder so eine Erinnerung, die da jetzt kommt dann? Einfach mal nach da rechts. Ich weiß zwar nicht warum, aber da glaube ich, würde ich es am ehesten gebrauchen. So, machen wir aus hier. Oh. Was ist das? Oh nein. Hier hat er gewerkelt und es sieht so aus, als ginge es ihm nicht sonderlich gut. Also wirklich nicht. Als ob er da eine Herzattacke bekommt oder sowas. Auf jeden Fall kann ich das hier verschieben. Und vielleicht müssen wir das Ding oben nochmal so ein bisschen verschieben, dass wir da eher rankommen können. Ich weiß zwar auch nicht wie, aber halt irgendwie. Oder wir müssen noch weitere Metallschrottteile sammeln, um irgendwie irgendwo hochzukommen. Ich weiß es nicht. Ach nee, ich kann da schon hoch. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Aha. Wusste ich's. Ah, okay. Muss da wieder hoch. Verbinden. Verbinde. So. Und bleib offen. Muss ich da nur noch irgendwie durchkommen. Ach so. Indem ich jetzt nach oben ganz klettere. Und mich von rechts abseilen lasse. So ist es ungefähr, glaube ich, gedacht. Oh, das war knapp.
Krankenwagen, der dann kam. Ich gehe einfach mal davon aus, aufgrund des Alters und sowas, ist das nicht sonderlich gut ausgegangen. Nein, okay, gut. Dann ist es nicht gut ausgegangen. Ja, also hier sieht er schon, ne? Das ist der unausweichliche. Ach, da kommt was runter. Konnte keiner ahnen. Der soll ja nicht hier so hoch. Ah, okay. Gut zu wissen. Das heißt, hier kann ich jetzt gleich links rüber. So. Okay. Was haben wir hier? Ich hab's angemacht, wollte ich sagen, und dann war's aus. Okay. Ah. Geht doch. Komm hoch hier. Komm hoch. Nein. Die arme Dose. Sie hat noch Gefühle. Mal sehen. Wie die Dose hier hochgezogen bekomme. Ja, sieht gut aus. Okay, ist keine Dose, aber ihr wisst, was ich meine. Das Ding lassen wir dann gleich gegen den Schalter drücken. Und dann soll das dann irgendwie funktionieren. Problem ist halt nur, ich habe mich hier jetzt noch rumgewickelt. Glaube nicht, dass es so gewollt ist. Deswegen machen wir Folgendes. Einfach nur, um Garn zu sparen für den Fall eines Falles. Ach, so ist es gedacht, dass ich dann da durch kann. Weil da ist so ein Garn. Ja, so nicht. Warte. Ein bisschen mehr Schwung. Ja. Okay. Und nun? Ich hoffe, das ist so okay, wie ich das mache. Hier stinkt es nach einer Brücke. Dann machen wir das doch mal. Hallo? So. Nein. Doch? Vielleicht? Wow. Ich war es nicht. Was auch immer es war, ich war es nicht. Oh oh. Die Schrottpresse. Schlecht. Schlecht. Was soll ich denn tun? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nein. Ach so. Ach, ich bin auch blöd. Hier. Hammer. Nein? Verdammt! Dachte jetzt, würde ich hier eine Brücke machen. Tue ich aber auch nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Ach, ich kann den Sitz verschieben. Okay. Ah! Holy moly. Das war ein bisschen knapp. Aber nur ein bisschen. Und er will da irgendwas einsammeln. Rote kleine Fetzen, was man nicht so richtig sieht. Weil das Bild so wackelt.
weil wir viel zu spät aus der Dingens rausgekommen sind. Ich hab da irgendwas. Oder zumindest die Hälfte von irgendwas. Ich weiß nicht. Kann das Bild aufhören zu wackeln? Ja. Ein Herz. Ein halbes Herz. Rost. Alles geht zwangsläufig zu Ende. Irgendwann kommt die Maschine zum Stillstand. Unsere Wege kreuzen sich für eine Weile, aber wir haben alle unterschiedliche Ziele. Nein, das ist immer noch die falsche Richtung, verdammt. So, ne, da, der Vorder, seine rostigen Karren, Schrottpressen, der Hund. Auch wie er in alten Tagen da noch rumwerkelt. Im Krankenhaus. Ja. So ein bisschen so der Weg des Lebens, ne? Alt werden, vor irgendwann nochmal Kinder haben, die sich nicht melden. Und alles geht dann halt irgendwann mal so ein bisschen zu Ende. Und wir klimpern nur auf dem Klavier rum. Das ist wirklich sehr einfühlsam, Mammut. Sehr einfühlsam, muss man ja doch sagen. Hui. Oh. Ich wollte nicht gegen das Fenster dingsen. Das letzte Blatt. Ich habe schon ganz schlimme Befürchtungen, was da passiert. Aber wir gucken mal. Na. Oh. Natürlich. Viel eisiger kann es gar nicht sein. So, erstmal hier an die Lampe ran. Ah, okay. Er wärmt sich also ein bisschen an der Lampe. Wahrscheinlich brauchen wir die Lampen dann immer wieder, um uns ein bisschen zu wärmen. Weil wir vielleicht sonst erfrieren oder sowas. Ich weiß nicht. Ja. Aber die Lampe kriege ich doch nicht irgendwie hier rum. Irgendwie nicht weiter. Ah! Ach so, die muss ich die ganze Zeit jetzt mit mir rumziehen. Ein wärmendes Licht. Das mich vor der Dunkelheit schützt. Da stehen sie gemeinsam im Grab. Betrauern den Tod ihres Opas, ihres Mannes, ihres Vaters. Oh Mann. Ah, dieser Schneesturm. Wie sein niemals enden wollende Schneesturm. Zieh mich weiter, kleines Licht. Ach nee, umgekehrt. Ich zieh dich weiter, kleines Licht. So rum. Okay. Ah! So, und nun? Ach so. So. Ah! Verdammt. So, warte, was haben wir hier? Eine Brücke. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ah! Wie standhaftig dann doch die Lampe ist. Na gut, so ein Garnfigürchen wird nicht so viel wiegen. Was geht ins Prinzip? Kommen wir jetzt hoch? Achso, muss ich auf die Lampe steigen, dann auf den Ast. Warte nur noch mal ganz kurz hier den nächsten Sturm ab. Aber der Schneefall ist wirklich sehr schön gemacht.
muss man einfach mal sagen. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Können sich viele andere Spiele noch eine Scheibe von abschneiden.